Ja. Und damit willkommen zurück bei Mario Odyssey. Und ja, ich habe das gemerkt, denn der Boden hat vibriert, Cappy. So. Wir sind hier immer noch im Seeland und wollen heute noch die letzten Monde, die ja noch fehlen oder halt noch ein paar Monde einfach einsammeln. Und die letzten 6 lila Münzen. Ich bin gespannt, wo diese sich aufhalten. So, zuallererst brauche ich da mal den Hund für den nächsten. Hallo, Hundi. Anscheinend muss man mit dem am Strand laufen, der folgt ja einem. Oder auch nicht. Hundi? Ach so, jetzt muss er erst wieder dort. Nein, brauchst hier nicht. Gut, anscheinend müssen wir uns das immer angucken. Das muss man so in der Serie machen. Wir holen uns erstmal hier die Münzen. Und jetzt lauf, komm mit. Wisst ihr, was auch voll cool ist? Er kann einfach die Mütze sich greifen. Das ist richtig cool. Das mag ich sehr gern. Und dann rennt er einem mit der Grundform vom Cappy hinterher. So. Oh, hier gibt's auch nochmal was. Ah, cool. Die wollte ich haben. So. Ja, wow, wow. Komm. Hier irgendwo. Ah, jetzt. Er hat's gefunden. Und hier befindet sich ein weiterer Mond. Sobald er es gefunden hat. Tada! Am Strand gefunden, guter Hund. Okay. Gut, dann geht's dahinter als nächstes. Ja, ich habe mich informiert. Sind die alle ausgewachsen? Ja, perfekt. Können wir das nämlich auch abschließen. Wenn wir die 4 auch noch haben. Sehr cool. Strandflora Thermalinsel. Und wie komme ich da hoch? Da gesehen, ich brauche da extra so ein Ding für anscheinend. Alles klar. Dann hole ich mir das halt. Gut, dass wenigstens hier noch eins ist. Und hier sind noch weitere Coins und ein weiterer Gang zu einer Secret Area, die wir noch nicht kennen. Nein. Meine Güte. Also da hätte ich jetzt schon einen Treffer verdient. Ich finde es trotzdem cool, dass es nicht so ist. So. Hä? Sag nicht. Oh, doch, es geht. Okay, ich habe es geschafft. Ah, ich muss nochmal neues Wasser holen. Und dann diesen Samen in der Bucht mir holen. Sehr schön. Und dann geht's darüber. So, nein. Okay, dann haben wir 3 weitere noch so gefunden. 3 weitere lila Coins. Das ist super. Okay, und dann fehlen nur noch 3. Doch jetzt möchte ich erstmal hier in den Raum gehen, bei dem wir, wie gesagt, auch noch nicht waren. So. Ach, eine Huttür, alles klar. Dann nix wie rein da. Aha, es hat wieder was mit denen zu tun. Okay. Oh je, ich sehe schon. Naja, ich denke mal, hier komme ich auf jeden Fall bis zum nächsten. Ja, und da hatte ich auch recht mit. Ich bleib trotzdem mal öfter stehen. So, und jetzt so weiter. Vielleicht kriege ich sogar alles. Ja, schaut gut aus. So. Okay. Dann weiter. Ah, ich sehe nichts. Man sieht sehr schlecht was. Da ist eine Schatztruhe. Die ist doch bestimmt wichtig. Oh, meine Güte. Schatztruhe im engen Tal. Ich frage mich, ob es das die Secret-Truhe war. Ja, tatsächlich, weil der normale Mond ist bereits da unten. Alles klar. Sehr cool. Haben wir hier alles? Und können beruhigt hier rausgehen. Cool. Wir haben schon echt viele weitere Monde. Hey, wie schnell ist Mario denn da reingegangen? Alles klar, dann hier oben, da war ja nichts, genau. Dann gehen wir nach unten. So. Und das waren im Prinzip schon alle Monde, die ich mir auch geschrieben habe. Aber ich will ja auch heute so schnell wie möglich in ein neues Land. Wie gesagt, hier muss man ja 100 Mal machen, aber das ist mir zu blöd. Deswegen spiele ich ja die 99%. So, wir haben hier alles. 38, das ist eben genau dieses 100 mal Volleyball. Ah, und ab hier kann ich nicht mehr. Das sind dann halt dann die Monde, wo man später kommt. Oder zum Beispiel mit Küstenland gefunden, solche Monde halt. Deshalb. Nein, ich will nicht spielen. Mm-mm.
Wir könnten eigentlich noch diese Kunst gleich mal machen. Ich weiß nämlich, wo das ist. Soweit wir nicht ins nächste Land direkt gedrängt werden. Also merken wir uns das Bild einfach mal. Keep steht da ja drauf. Okay, aber jetzt erstmal noch zu guter Letzt. Ein letztes Mal Bowser-Skin. Für natürlich die letzten Sachen. Da hinten. Dann porte ich mich am besten. Ja, zum Meeresgraben. Und dann holen wir uns das auch noch. So. Wo sind sie denn? Ich glaube, das ist wieder weg, deswegen scanne ich nochmal. Hier irgendwo. Ach, da oben Tatsache. Okay. Ah, wahrscheinlich im Meeresgraben habe ich welche vergessen, oder? Okay, ja gut, dann schaue ich mal. Ich dachte eigentlich, dass ich da voll gründlich war, aber anscheinend nicht. Unterwassertunnel. Hallo. Okay, dann muss ich mich hier nochmal noch gründlicher umschauen. Ich dachte, wie gesagt, ich bin hier eigentlich sehr gründlich gewesen. Oh Gott, anscheinend ja nicht. Okay, hier kann man auch nicht wirklich so gründlich sein. Ist auf jeden Fall eine coole Musik hier gerade. Frage ist, ob sich was in den Löchern auch verbergen kann, aber ich glaube nicht. Nee. Ich glaube, da kann man nicht mal rein. Ja, die drei haben wir. Kann ich eigentlich hier unten nochmal scannen? Ist die Frage. Tatsache. Ah, okay. Oh je. Oh mein Gott. Das habe ich ja gar nicht mehr in Erinnerung. Ja, als ob ich hier nachgucke. Hier oben. Oh mein Gott, das hätte ich ja niemals gefunden. Aber egal. Jetzt haben wir die 100 und können uns mal da zum Leuchtturm hinporten. Und wir müssen ja jetzt noch diesen Crazy Cap Shop finden. Und der bewegt sich ja die ganze Zeit. Da hinten ist er. Ja, perfekt. Dann können wir mit dem Flugsaurier ganz flott hin. Ich möchte mal kurz hier die drei Leben wieder. Okay, dann nichts wie hin da. Haben wir noch einen schönen Flug. So, wenn ihr euch fragt, warum ich so weit gleite, ich schüttel einfach den Controller. Okay, und dann sind wir auch schon da. Tut mir leid, den habe ich gerade ein bisschen weggestoßen. So, hallo. Ich möchte noch den Küstenlandsticker natürlich für meine Odyssey. Und ja, dieses schöne Glas. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal, mehr oder weniger, weil ich habe hier schon alles. Und dann, was ist denn da noch? Ach, die Küstenland-Kunst. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen in ein neues Land. Wie gesagt, diese 5 Mone, die kann ich mir noch nicht holen. Und vor allem außer halt dieses Volleyball. Aber Volleyball will ich mir erstmal noch nicht holen. Ich habe hier tatsächlich mehr Mone gefunden, als ich dachte. Mal schauen, wie viele. Ja, knapp 50. Krass. Die Odyssey ist leistungsfähiger. Yay. So, und das nächste Land ist, man sieht schon an der Farbe, auf in Schlemmerland. Bowser kann nicht mehr weit weglaufen. Ah, okay. Ja gut, aber wie gesagt, wir haben ja gesagt, wir gehen zuerst zu der Kunst. Und die Kunst befindet sich im Cityland. Also nichts wie hinter, ich skippe da jetzt mal alles, weil Cappy sagt auch nichts Wertvolles, oder? Wow, Sonnenuntergang. Bowser will also eine Rede halten und mit Edelwasser begießen. Scheint, es käme mit Vorbereitungen voran. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Schnelles Lesen, ja, das weiß ich wie. Ah, okay, er hat tatsächlich noch nichts zum neuen Land gesagt, zum Schlemmerland. Aber gut, zurück in New Long City. Ach, man sieht es eigentlich hier schon. Habt ihr es schon gesehen? Ich zeige euch nochmal gleich die Kunst. Auch die erste Kunst, glaube ich, die wir finden. So, oh Gott, das Outfit passt ja gar nicht. Aber gut. So. Also ich zeig's euch nochmal. Da. Über dem Keep. Und wie man vielleicht gerade schon gesehen hat, hier ist Clear
Keep. Und das heißt, es müsste hier sein, der Mond. Tada. Mit Küstenland Kunst gefunden. Das war nur so am Rande. Sehr schön, dann haben wir das nämlich auch schon. Und jetzt müssten wir eigentlich noch ins verlorene Land eine Kunst finden, aber ganz ehrlich, das machen wir mal anders. Ich mag jetzt endlich ins Schlemmerland. Also nichts wie Hinder. So schön, dass wir wieder alle lila Münzen gefunden haben. Mehr oder weniger blind. Aber trotzdem. So, dann nichts wie weg. War hier nur so ein ganz kleiner Abstecher, ein Mond gesammelt. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Der Reisetipp ist, wie man sich drück einfach ZL. Das nächste Ziel ist Schlemmerland. Hier steht, dass dieses Land bekannt für seinen Vulkan zubereiteten Schlemmereintopf ist. Echt feurig. Nichts wie hin. Schlemmerland, Schmauzspitze. Die Brudels als Vorkoster. So, und ich glaube, als allererstes möchte ich sagen, die Brudels sind schon wieder da. Dass man, glaube ich, gesehen hat, dass es hier mehrere Bosse gibt. Und zwar einmal den, wo man auf dem Vulkan gesehen hat. Und andererseits aber auch natürlich... An die komme ich nicht ran. Natürlich die Brudels wieder, wie sonst. Oh, ich habe den einfach zerstört. Und da sieht man auch eine neue Gegnerart, könnte man sagen. Ups, nein. Nehme ich mir den mal? Brauche ich die für irgendwas? Da oben ist ein Mond, alles klar, aber... Ich glaube, da komme ich noch nicht hin. Und zwar die Tomaten, die schmelzen und sind dann... Ach, mein Gott, Goombas, lasst mich doch. Was soll denn das? Dass die hier nicht runterkommen. Das geht ja gar nicht, was hier abgeht. So. Oh je. Oh je. Mit den Goombas muss ich da hinkommen. Alles klar. Habe ich schon mal ein Ziel. So, Moment, Tomate. Hoppala. Fast gestorben. So. Also ich freue mich auf dieses Land. Das ist auch eins der größten Länder, würde ich sogar fast sagen. Natürlich gibt es auch hier wieder 100 Coins, weil es ist halt wirklich riesig. Glaubt man jetzt fast gar nicht, aber man kann halt noch in die Lava rein, als kleiner Spoiler. Wie funktioniert das noch gleich? Ja, genau. Oh. Sehr cool. Ist gar nicht so leicht als ein Goomba, weil der tapft so lahm. So. Dün, dün, dün. Tschüss. Romanze inmitten der Lava. Alles klar, und Bowser will hier anscheinend einen Schlemmereintopf stehlen, also was sonst? Jetzt braucht er auch noch Essen für seine Hochzeit, das geht ja gar nicht. So. Und da ist sie wieder. Ja, ich meine, kann er nicht mal eine Sache selber? Das frage ich mich halt so. Oh. So, und jetzt kommen wir zu einer neuen Verwandlung, und zwar diesen Lava-Bolzen. Zeig ihn euch mal. Sieht auch ganz cool aus, zack. Dann können wir in der Lava hier einfach schwimmen. Ich zeig's euch mal. So, hallo. Kann sogar springen. Das ist richtig cool. Der gefällt mir sehr gut. Moment. Ja, Tatsache. Wir sind schon bei den Brudels. Aber Moment. Ich will erstmal nochmal hier hoch. So, denn hier gab's ja so einiges. Gab's da drüben auch noch was? Ja, da gehen wir danach hin. Und erstmal hier. Da vorne ist auch wieder dieser Block, der mal später wichtig wird. Alles klar, dann gibt es heute auch schon einen Brudelkampf. Das habe ich gar nicht erwartet, dass man da wieder so schnell ist. Habe ich nicht so in Erinnerung. Gott, überall wieder lila Coins, egal wo man hinschaut. Das ist krass. So, und hier auf diesem Salzberg, oder ist es Salz? Ich glaube schon. Gibt es einen weiteren Powermond am Rande einer Salzansammlung. Alles klar. So. Moment, hier drinnen, da gab es doch auch noch irgendwas, oder?
Aber es gibt irgendwie noch keine so richtigen von diesen Lava-Dingern. Was haben wir denn da? Ich glaube, das war gerade ein purer Selbstmord, weil ich nicht mehr zurückkomme, aber egal. Doch, Tatsache, komme ich zurück. Alles klar. Soll ich mich hier gleich nochmal genauer um? Wenn ich schon hier bin. Aber hier ist sonst tatsächlich nichts. Okay, aber ja, wir können uns jetzt doch schon in dem ganzen Bereich hier umschauen. Okay, dann machen wir das doch. Brutalists können ja warten. Hey, hier scheint ein Weg entlang zu führen. Ja, da hast du recht, Cappy. Doch, wohin? Das ist mir noch nicht so klar. Oh, ein Herz. Sehr cool. Und da geht's auch nochmal weiter. Ah, da geht's dann nach außen. Alles klar, aber ich möchte jetzt erstmal hier hoch. Endlich. Cool, hier scheint man so eine Treppe zu bauen. Ja, Tatsache. Okay, und komm nach oben zu Lila-Münzen. Wow, so ein Aufwand für Lila-Coins. Ich wollte eigentlich auch noch da hoch, aber anscheinend jetzt gerade nicht. Naja. Also wie gesagt, ich finde die Verhandlung richtig cool. Vor allem, man kann auch sprinten. Wie man sehen kann, da ist man um einige schneller, als wenn ich so mache. Aber gut. So, habe ich hier schon mal ein paar Lila-Münzen eingesammelt. Das ist gar nicht mal schlecht. Ach ja. Auch das Theme finde ich gar nicht so schlecht hier. Und hier ist einfach alles so farbenfroh. Das ist einfach super. So viele Farben. Allein schon, weil die Lava in diesem schönen Rosé ist. Mag ich doch sehr gerne. Boss, du musst noch kurz warten. Ich bin gespannt, welche Brutal es diesmal sein wird. Ich möchte noch da vorne hin. Oh Gott. Ich meine, für was wird hier sonst so ein Weg hinführen? Aha, ein Tic-Tac-Turnier. Ich wusste doch, dass es hier irgendwas gibt. Und seht ihr eigentlich, wie ausgewachsen unsere Odyssey schon ist? Also da fehlt nicht mehr viel. Aber sonst ist hier nichts. Alles klar, was ist denn das Tic-Tac-Turnier? Oh Gott. Ah. Oh. Oh mein Gott, ich hatte voll Glück, dass ich da getroffen habe mit meinem Hechtsprung, weil sonst wäre das richtig in die Hose gegangen. Aber gut, haben wir das auch und jetzt stellen wir uns dem Brutal in. Ja, da sind sie auch. In diesem Land. Mal schauen, welcher diesmal antritt. Ich bin gespannt. Ich schätze mal nicht gegen den Langhalsigen, gegen den Größten. Denn den haben wir jetzt schon zweimal bekämpft. Ah, der ist auch weg. Oh. Der hat mich tonnenweise schlimmer Eintopf für die Hochzeitsessen des Chefs mitgehen lassen. Ich werde mich mit einem Nachschlag für den Weg mitnehmen, aber erst, wenn ich dich fertig gemacht habe. Haha. Alles klar. Wieder der aus dem Forstland, der wo Gift speit. Hallo. Nee, lass das. Oh Gott, der macht es halt trotzdem. Dann muss ich das gleich mal ausnutzen. Boah, ich habe ihn getroffen. Wow. Das wollte ich gar nicht. Aber gut. Ich lasse ihn mal speien. Zack und drauf da. Sehr cool. Immer noch schön die Münzen einsacken. Ach cool, jetzt konnte ich ihn doch schleudern. Mach doch nicht hier alles dreckig, Mensch. Was soll denn das? Ich weiß gar nicht, wann ich ihn hier treffen muss. Oh Gott, Cappy, danke. Ach du Kacke. Also ich besiege ihn jetzt mal. Zack, das war's mit dir. Boom. Ich finde immer die. Ich habe da früher immer Fotos von denen gemacht, weil die so auf dem Boden flacken, weil das immer so cool ausschaut. Okay. Gut, dann haben wir diesen Brutal auch schon besiegt. Die anderen haben sich schon wieder verpisst. Aber es ist ein Story-Mond, deswegen kriegen wir die coole Animation. Die Brutals am als Vorkoster. Alles klar. Aber er hat schon wieder gesagt, dass sie natürlich es wieder geschafft haben, den Schlemmer-Eintopf mitzunehmen. Langsam würde ich mal sagen, wird es knapper und knapper. Unter dem Käsefelsen. Da hat man gerade auch schon die Stadt gesehen. Okay. Und da sind Hammer Bros bzw. Pfannen Bros, wie ich sie jetzt nenne, gewesen. Richtig cool. Da oben ist auch das Bild, wie man hierher kommt. Alles klar. So, und da ist auch schon die nächste Verwendung aus diesem Land. Und zwar ist es so eine Art der Einwohner, die einfach. Das sind so Gabeln mit
mit irgendwas drauf. Ich weiß selber nicht, was es ist. Sieht aus wie eine Bohne oder so. Das sind wie gesagt die Einwohner und die kann man einfach kapern und dann flippt man so nach oben. Was duftet denn hier so lecker? Ja, was wohl? Willkommen auf dem Schmausspitze, der Ort mit dem kulinarischen Träume wahr werden. Ich würde dir allzu gern alles zeigen. Leider steht hier momentan die Brühe bis zum Hals. Okay. Oh, Musik. Der Vogel da oben ist einfach aus dem Nichts aufgetaucht und hat unseren Topf bemächtigt. Ja, das ist der andere Boss, den man hier findet. Wieder ein Custom, also so ein anderer, nicht nur Brudel, was ich richtig cool finde. Und auch noch ausgerechnet dann, wenn wir einen Nachschlag unseres berühmten Schlemmereintopfs zubereiten. Als hatten sie schon so drauf gefreut, dass sie nochmal ordentlich die Bäume vollschlagen wollen, die Bäuche. Guck mal die Vögel an. Oh mein Gott. Und aha, was sehen denn meine Äugchen da? Ein bisschen Geld. Okay, also man kann ja auch überall hinten rum und schaut mal diese riesen Früchte hier an. Das ist mega cool. Da. Warum seid... Achso, du bist nicht der Einzige, der golden ist. Alles klar. Trotzdem möchte ich gern Cappy mal daran werfen. Ja, das wusste ich doch von Anfang an, dass sich das lohnen wird. Oh, und schaut mal, wer da wieder ist. Sehr cool. Aber jetzt schaut mal erstmal die da. Die werden hier die ganze Zeit rumspringen jetzt. Also hier gibt es so viel zu viel sehen, wie man sehen kann. Aha, unter anderem 6 weitere von den Lila-Coins. Doch, jetzt gehe ich erstmal in dieses vollgestellte Casino. Ich weiß auch nicht, warum die das so machen. Schon das dritte Casino. Oh, Geld, Geld, Geld. Jawohl. Okay. Ja, gehen wir rein, mal gucken, was der wieder hier so treibt. Aus der Wüste kommt er hierher und dann wird er auch noch so zugeballert mit riesigen Obst. 5 sind es jetzt schon. Spiel eine Runde Jackpot des Spiels, das von der Brutzelebene euch die ganze Welt erobert. 10 Münzen kriege ich aber. Spielen wir. Alles klar. Nach was nochmal? Nach dem Herz, genau. Ja klar, ja, dann mache ich jetzt wenigstens Königsherz fertig. Ganz ehrlich. Yay, ich habe ein Königsherz. War natürlich so geplant, aber wir holen uns natürlich auch noch den Mond. Erspielen wir. Ach Mann. Nach dem Herz, hey, wieso hat es denn nicht geklappt? Jawohl. Und das Ganze nochmal machen. Es gibt ja auch Leute, die das einzeln machen, aber man sieht doch extra, dass es so nacheinander ist. So, und dann haben wir es. Den Mond. Wenigstens haben wir beide Male was gewonnen. Wir müssen es so sehen. Jackpot im Schlimmerland. Cool, er freut sich. Dann würde ich sagen, wir lassen ihm die Freude und wir gehen. Er freut sich für mich. Das ist so cool. Er gönnt es mir einfach. So, da ist auch wieder ein Katzenmario. Also hier gibt es sehr viel zu sehen. Zum Beispiel auch den von der Hauptstory, aber jetzt möchte ich erstmal mich hier abseits der Story umschauen. Zack, diese Konserven, die kann man immer wegkicken. Cool, Katzen Mario. Okay, aber jetzt will ich erstmal da hoch. Wenn man da schon wieder, wie ihr seht, das sind auch gleichzeitig die Einwohner, aber manche stecken einfach in der Wand. Und dann kommen wir da hoch mit denen. Wer ist denn das? Ach, das ist wieder so ein Koch. Okay. Ob ich hier oben etwa einen Lenz mache? Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was das ist, aber hier ist auf jeden Fall ein Mond. Der interessiert mich natürlich. Oh, komm. Da mache ich es halt auf die lame Art. Einfach so lange drauf spammen. Moment. So. Oh, hätte. So ist viel besser. Alles klar. Wetten, der ist jetzt da oben. Ja, das war ja klar. Okay, naja, ist nicht schlimm. Wir haben halt sowieso schon mehr geschafft, als ich dachte. Viel mehr. Ich dachte, wir kriegen heute nicht mal den Brudel hin. Und jetzt sind wir sogar schon in der Stadt. Das soll eine Zutat sein. Wohl eher nicht. So, und bevor ich jetzt in den Crazy Cap Shop da gehe, würde ich sagen, wir sprechen nochmal mit dem da vorne. Was gibt's denn? Achso. Ups, den haben wir ja schon besprochen. Ja, ja, ich weiß, wo ihr gerade noch was kochen wolltet. Nein, das gute Fleisch, der Vogel wird's holen. Ich bin mir ganz sicher. Früher war es total einfach, den Berg hochzukommen, aber jetzt ist der Pfad zur Spitze völlig unbrauchbar.
Die einzige Möglichkeit, jetzt zum Eintopf zu gelangen, ist irgendwas mit Flügeln als Fortbewegungsmittel. Flügel wirst du ja kaum wachsen lassen können, oder? Wer weiß das schon, was Mario so alles kann. Siehst du den Batzen Fleisch? Klar, ein Blinder, aber ein Glücksschild, der Vogel, der ihn noch nicht bemerkt hat. Doch kannst du mehr lange dauern, nicht mehr lange dauern, und er schnappt sich den Batzen und ist eine Frage der Zeit. Okay, dann muss ich das wohl aufhalten, scheint mir. Okay. Was wird denn da gekocht? Da wird doch schon schlimmer Eintopf gekocht, oder? Ist auch Schnackelchen. Wenn du eine Rübe findest, wirf sie einfach in den Topf. Ganz eine tolle Goldrübe. Und dann passiert was Tolles. Okay. Dann schon wieder die Vögel. Ich weiß nicht, ob die was anzeigen. Ich gehe mal lieber da hoch. Ups. Ja, zum Thema. Aha, aber dann hätte ich die nicht gefunden. Schaut an. Was ist denn das überhaupt? Das ist ein Kürbis, gell? Also wenn es eine Paprika wäre, dann wäre es schon extrem riesig. Hier ist doch eine Rübe. Oh cool, ich habe da gerade was reingeschossen, schaut mal. Damit es gekocht und gibt mir irgendwas. Ah, wie cool. Ich natürlich mit... Ups, okay, dann halt nicht. So, hier. Richtig cool. Okay, aber jetzt geht's erstmal in den Crazy Cap Shop, damit wir auch in das... Ach, da sind Rüben. Normale Rübe. Brauche ich nicht. Goldrübe, perfekt. Ja, nichts wie rein damit. Ich glaube, das ist so wie die, also zum Beispiel jetzt im Seeland mussten wir ja anpflanzen, diese Knospen. Und ich glaube, hier macht man das mit Goldrüben. Goldrübenrezept, ja, wenn da schon eine 1 ist, dann gibt es auf jeden Fall mehrere. Und hier ist wahrscheinlich noch eine normale, Moment. Aber die werfe ich auch noch da rein, wer weiß, vielleicht bekommen wir ja irgendwas. Nur Münzen, 5 Stück, alles klar. Ist ja gar nicht so schlecht. Also jetzt erstmal in den Crazy Cap Shop. So, ich denke mal, hier gibt es auch was Neues, aber ich möchte natürlich diese saisonalen. Natürlich eine Kochmütze. Wer dieses gute Stück trägt, macht sich auf einem Schauspiel Schmausspitze viele Freunde. Ohne ein rotes Halstuch würde kein Koch auf der Schmausspitze überhaupt eine Küche betreten. Alles klar, habe ich auch genügend. Ja, nur 15, Gott sei Dank. Und ich schätze schon, dass das für den Raum ist und nicht ein Maler. Macht ja gar keinen Sinn. Selbst der sagt, nur ein wahrer Koch darf da rein. Aber ist Mario jetzt. Und ich werde mir noch die Souvenirgabeln holen. Wie man schon sehen kann, hier gibt es auf jeden Fall 100. Uns fehlen ja jetzt noch 50, 70, 80. Ja, also noch 76, aber... Okay, ich schau mal nur kurz. So, gibt's hier... Ja, wir haben neue Artikel. Oh, das Clowns-Outfit, das ist cool. Die Kopf... Na, das lese ich vor, wenn ich es kaufe, weil das passt jetzt nicht, wenn ich es anziehe. Okay. Cool, das merke ich mir. Dann werde ich mir das Clowns-Outfit bald kaufen. Doch jetzt mache ich erstmal Shopping auf der Schmausspitze als Koch unterwegs. Okay. So. Dann Hallöchen. Bin ich der Richtige? Wie kommst du nur rein, wenn du auch ein Koch bist? Ja, ich sag's doch. Oh hey, du siehst ja richtig aus wie ein Koch und auch die richtige Kopfbedeckung hast du. Komm rein. Cool. Mal schauen, was es hier diesmal gibt. Oh, ein Secret-Raum, alles klar, das kommt ja eher seltener vor. Alles klar, wir müssen hier irgendwas in den Topf werfen. Ich werfe mich mal selber rein. Ah, das ist schon ein Mond. Serious? Wow. Okay, dann habe ich den Secret-Mond schon gefunden. So, ich wollte noch gucken, gibt es da hinten noch was? Nee. Ich weiß ja nicht, lila Münzen und so ist ja oft so der Fall. Oh, und ich merke schon. Wir müssen jetzt endlich mal die Tomaten ausnutzen. Okay, aber ich glaube, die gehen halt wieder zurück. Deswegen muss ich mich beeilen. Also die gehen wieder in ihren normalen Zustand. Mal schauen, und das passiert, wenn man... Oh je. Wenn man nicht schnell genug ist. Genau. Naja, ich kann es nochmal probieren. So schlimm ist es ja nicht. Ich kriege ja keinen Damage oder so. Wenn ich es nicht schaffen sollte... Alter, das war schlecht. Da, die eine ist jetzt schon zurückgegangen. Habt ihr es gesehen? Oh, ach, okay, das geht. Cool. Okay. Oh,
Oh mein Gott. Ja, aber ich muss doch gar nicht da hoch, oder? Nee, muss ich auch nicht. Serious. Ah, Mario. Pass auf. Uff. Okay, okay, okay. Vielleicht schaffe ich es ja noch zeitlich. Wer weiß. Hoch. Hoch. Ich gehe jetzt trotzdem da hoch. Ja, perfekt. Ja, und hier gibt es tatsächlich nur Münzen, wie ich es mir dachte. Naja. Gut, dann haben wir den Raum, sobald ich diesen Jump schaffe. Kochen wir doch mal diesen Eintopf und bekommen einen weiteren Mond. Genauso wie den ersten. Also der Secret Mond, der war echt schwach versteckt. Ich meine, wenn man den hier bekommt, dann kriegt man, glaube ich, auch den Secret Mond hin. So, und ich glaube, sonst ist hier auch nichts. Oh mein Gott, wie cool. Hier ist einfach so eine Wand voller Sachen. Willst du los hier entlang? Alles klar. Gut. Und ich würde sagen, das war's dann auch für den Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir mit einer Bewertung. Und wir sehen uns beim nächsten Mal Super Mario Odyssey hier aus dem Schlemmerland wieder. Bis dorthin und tschüss.